Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute möchte ich euch zeigen, wie ich mein Setup für meine Tropfenfotos aufgebaut habe. Ja, nachdem ich immer wieder ähnliche Fragen von euch erreichen, wie ich halt hier mein Setup aufgebaut habe zur Wassertropfenfotografie, habe ich mir gedacht, ich mache mal ein kurzes Video dazu und zeige euch, welche Komponenten ich hier verwende. Das ganze Zeug, das ich jetzt hier zeige, findet ihr in meiner Einkaufsliste, wo ihr dann direkt den Link zum jeweiligen Shop findet. Und der Link zu meiner Einkaufsliste ist direkt unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, was verwende ich jetzt? Ganz oben mal die marionettischen Flaschen, also der Siphon oder Wasserbehälter. Ich verwende hier welche von Cognosys. Die waren halt damals beim Stopshot dabei. Habe ich mir damals direkt aus Amerika bestellt. Gibt es aber mittlerweile auch einen Shop in den Niederlanden oder Deutschland irgendwo. Der Link ist eh in der Einkaufsliste von mir drinnen und da könnt ihr euch das dann direkt bestellen. Oder etwas günstiger geht es auch mit Wasserbehälter vom Claude Dunkel, also von dem Mann, der das Steuergerät, den Glimpse-Catcher baut. Der bietet auch diese Wasserbehälter an. Oder man kann es natürlich auch selber bauen, also irgendeine Plastikflasche, PET-Flasche und so weiter verwenden, ist natürlich dann im Endeffekt dasselbe. Dann habe ich hier das Ganze verbunden mit einem Schlauch. Und zwar verwende ich hier überall die Düsen hier an beiden Enden, also beim Wasserbehälter und auch hier dann unten beim Magnetventil. Und die Düsen haben bei mir immer innen 6 mm und außen 8 mm. Das heißt, der Schlauch hat dann entsprechend innen 8 mm und außen 9 oder 10 mm so ungefähr, sodass das halt dann drauf passt. Ja, dann seht ihr schon, geht das hier zum Magnetventil runter und da ist jetzt schon wichtig, dass ihr hier die Höhe ungefähr einhält bei diesem Setup. Und zwar habe ich hier vom Magnetventil zum Siphon-Oberkante habe ich hier genau 67 cm. Also 67 cm und das ist deshalb wichtig, weil natürlich je höher das Ganze wird, desto mehr Wasserdruck liegt dann im Endeffekt beim Ventil hier unten an. Und wenn man mehr hydrostatischen Druck hat hier, dann läuft auch mehr Wasser später in derselben Zeit durchs Magnetventil durch. Deshalb ist halt auch hier diese Höhe wichtig. Dann verwende ich hier Magnetventile vom magnetventileshop.de und zwar haben die innere Nennweite, das ist die kleinste Öffnung, die so ein Magnetventil innen hat, haben die 2,3 mm. Also der schmalste Durchgang, wo das Wasser durch muss, ist bei diesen Ventilen 2,3 mm. Wichtig ist dann noch, wenn ihr die Ventile bestellt, dass ihr unbedingt die 12-Volt-Version nehmt und fangt fort. Und ich habe eh einen Link von meiner Einkaufsliste dahin, direkt zu den Magnetventilen. Nur das Problem ist, da gibt es dann dieses Optionsfeld und dann müsst ihr dann von den 230 Volt noch auf 12 Volt Gleichstrom umstellen, weil den Link kann ich leider nicht direkt setzen, dass gleich die 12 Volt Version kommt. Und stromlos müssen es geschlossen sein. Also wenn kein Strom anliegt, sind sie geschlossen und wenn Strom drauf ist, dann öffnen sie. Ja, und dann seht ihr hier herunten noch, habe ich halt hier nochmal diese Düse dran, wieder innen 6 mm, außen 8 mm und in dem Fall habe ich dann hier noch so einen Schlauchverbinder dran. Warum und weshalb ich so einen Schlauchverbinder verwende, ist dann auch nochmal ganz genau in meinem Buch erklärt, die Highspeed-Fotografie. Kann ich euch hier kurz zeigen. Vielleicht braucht ihr auch noch jemand ein Weihnachtsgeschenk für jemanden oder so, oder ihr schenkt euch es einfach selber zu Weihnachten. Da drin ist dann nochmal auch wirklich alles genau erklärt und beschrieben, wie das Ganze hier aufgebaut ist. Und ja, das war im Prinzip eh schon mal so der grundlegende Aufbau. Eins vielleicht noch, und zwar seht ihr hier schon, ich habe hier drei Ventile. Die kann man hier halt in jede Richtung schnell und einfach bewegen, und zwar durch solche Kugelköpfe hier. Und zwar sind die Kugelköpfe von Hermann Mechatronik. Der Link ist natürlich auch wieder in der Einkaufsliste. Und ja, da könnt ihr euch das dann direkt bestellen. Achso, eins noch zu den Magnetventilen, wenn ihr euch diese bestellt, da gibt es so einen Gerätestecker zum Dazubestellen. Den braucht ihr nicht unbedingt oder eigentlich überhaupt nicht, zumindest nicht, wenn ihr den Glimpse-Catcher so wie ich verwendet. Für den Glimpse-Catcher braucht ihr dann einen eigenen Gerätestecker hier
Und diesen bekommt ihr auch vom Claude Dunkel, wo ihr euch halt dann den Glimpse Catcher bestellt. Und zwar seht ihr hier schon, das sieht hier ein bisschen verwirrend aus mit so vielen Kabeln. Ihr seht hier schon, da gibt es halt bei jedem Ventil zwei Kabeln hier. Ein Kabel führt hier zu so einem Stromverteiler. Da gibt es einfach halt Plus, Minus. Und das Ding geht dann zu einem 12-Volt-Netzteil. Und da steckt man dann eine Steckdose an. Und dieses Kabel hier, das ist dann das, was dann später beim Steuergerät eingesteckt wird. Also das hat dann auf einer Seite halt so einen Change-Stecker. Und da steckt man dann halt hier beim Glimpse Catcher dann hier rein. Also in dem Fall bei den Ventilen, beim roten. Und ja, dann funktioniert das Ganze soweit. Ja, ich hoffe, ich konnte euch damit ein paar Fragen erklären oder ein paar Antworten zu euren Fragen geben. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, könnt ihr diese ja gerne in die Kommentare posten. Oder ihr bestellt euch einfach mein Buch, da steht dann auch noch mal jede Menge drinnen. Oder ihr kommt zu mir auf einem Workshop oder Einzelcoaching. Oder ihr schaut einfach mal auf meine Homepage vorbei, da gibt es dann noch weitere Infos dazu. Und ihr könnt euch ja jederzeit gerne bei mir melden. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.